Hallo und herzlich willkommen hier zu Beholder 2. Ja, da bin ich wieder. Ja, der eine oder andere hat wahrscheinlich sich gewundert, warum in der letzten Folge das Ganze so abrupt geendet ist. Ja, das Problem war tatsächlich, mir ist das Spiel und sozusagen das Aufnahmeprogramm irgendwie abgestürzt. Und naja, deswegen hat es so ein blödes Ende dann gegeben. Da habe ich mir gedacht, naja, gut. Das lassen wir jetzt einfach mal dabei, aber ich habe jetzt dann hier nochmal nachstellen müssen, weil irgendwie den Speicherpunkt hat es auch nicht übernommen gehabt beim Spiel. Irgendwie war der weg. Ja. Was bedeutet hat, dass ich jetzt eben im Schnelldurchlauf nochmal hier das so wiederhergestellt habe, wie wir waren. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wir hatten doch. Ja, nee, passt schon. Doch, doch. Wir haben ja uns entschieden, den Chef hier nicht zu bestechen. Und die Events. Ah, nee, die Events habe ich noch nicht geimpft. Das habe ich vergessen nachzustellen. Das tun wir jetzt auch in ganz schnellen Durchlauf hier. Drum, ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen zu viel Autorität. Ja, das habe ich nämlich noch vergessen zu machen. So. Na, bleib doch mal. Mensch, hall. So. Naja, das müssen wir halt jetzt nochmal geschwind hier. So. Aber wir wissen jetzt, dass wir beim Chef zum Beispiel einen Horatio aus dem Weg räumen könnten, wenn wir das mal wollten, ja. Aber es gibt auch andere Methoden, den aus dem Weg zu bekommen, wenn wir das nicht wollten, ne? Aber wir wollen es nicht. Sonst können wir nicht mehr in seinen Tisch rein. Hallo? So. Gut, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. Genau, jetzt stimmt es mit dem Geld überein. Gut, das stimmt nicht ganz überein. Da fehlt noch was. Also ich glaube, wir hatten eine glatte Anzahl, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Da habe ich hier... Ich habe das später angerufen. Na, hier hätten wir nochmal... Okay, da hätten wir nochmal hier was zu melden. Egal, ich habe es jetzt ungefähr wieder so hergestellt, wie es eigentlich war hier, aber naja. Ist halt jetzt so, ne? Gut, und dann waren wir eigentlich auf dem Weg, oder ich war auf dem Weg, nach Hause zu gehen. Nee, ich kann es ehrlich noch nicht verstehen, warum mir da beides sozusagen abgeschmiert ist. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber naja, gut. Den Test machen, wie soll ich das machen, den Test? Das muss ich mal genauer lesen. Sauberes Experiment. Ich muss einen obligatorischen Test an einem Geschäftstelefon machen. Belohnung, ja gut. Da müssen wir an irgendein Telefon. Ja, da hinten weiß ich, dass irgendwo ein Telefon hängt. Nee, ja, das ist jetzt doof. Warte mal. Hm. Telefon, Telefon, Telefon. Ja, ist eigentlich egal, wo wir das Telefon... ans Telefon gehen. So. Da sind solche roten Felder hier. So, da denkt man... Ja, nee, es ist doch nicht hier, sind auch rote. Sind wahrscheinlich Prüffelder. So, ich mache jetzt aber mal eine Speicherung, also eine Schnellspeicherung. Und gehe jetzt mal ans Telefon und würde da mal. So. Anonymer Vertrauensdienst, heißt sie willkommen, Even Redgrave. So, na gut, wenn wir schon dabei sind, können wir das nochmal melden hier gleich. So, Informationen und dann fülle die Umfrage aus. Ziel dieses Tests ist es, Persönlichkeitsstatistiken zu sammeln. Bitte nimm es ernst. Sobald du den Test gestartet hast, musst du ihn abschließen. Du hast nur einen Versuch. Na gut, start. Thema wählen. Physiologie, Philosophie, Moral oder Logistik? Logik. Ich nehme mal Logik. Oder die Welt wäre noch okay. Ich nehme mal Logik. Wenn man ein Einhorn mit einem Oktopus kreuzt, bekommt man... einen einhörnigen Tintenfisch. Was auch immer der Anführer befiehlt. Ein achtbeiniges Einhorn. Glaub, es wäre richtig, ne? Also von der Logik her. Ja, oder wir sind halt, weil wir Anführer eigentlich hörig sind, dass wir hier, ja... Ja, wir sollen ehrlich sein, aber ich weiß nicht. Ich tue jetzt mal tatsächlich ehrlich antworten. Ein achtbeiniges Einhorn. Frage 2. Wenn eine Person Daumen und Zeigefinger verliert, wird ihr Ringfinger genannt?
was auch immer der Anführer befiehlt. Zeigefinger, Mittelfinger, Moment mal. Ja, dann wird der trotzdem Mittelfinger genannt, wenn jetzt der Daumen und Zeigefinger weg ist. Mittelfinger. Frage 3. Unsere Vorfahren kamen vor uns und unsere Nachkommen werden nach uns kommen. Wer sind wir? Moment mal. Unsere Vorfahren kamen vor uns. Unsere Nachfahren werden nach uns kommen. Leute von heute. Leute von hier. Diener des weißen Anführers. Ja, die Leute von heute. So, okay, das war das. Moral. Frage 1. Ist es akzeptabel, eine Person zu schlagen, die auf dem Boden liegt? Ganz klar nein, wenn der Anführer es anordnet. Nein. Frage 2. Ist es akzeptabel, einen mutmaßlichen Straftäter vor der Begehung der Straftat zu verhaften? Vor der Begehung der Straftat? Nein. So sollte es gemacht werden. Nee. Es heißt ja ein mutmaßlicher, also man ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ist es akzeptabel? Und außerdem Vorbegehung, man weiß ja noch gar nicht, ob er es gemacht hat, ne? Nein. Nein. Ist es in Ordnung, etwas Illegales zu tun, wenn es niemand herausfindet? Ja, jein. Also, tatsächlich jein. Der Staat weiß alles. Ja, gut, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Und so. Nee, was Illegales tun ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Nee. Nee. Philosophie. Sind Ihre Überzeugungen wahr? Ich glaube an den weißen Anführer, was bedeutet, dass sie wahr sind. Ich bin überzeugt, dass sie, dass die wahr sind, hä? Die Wahrheit ist nicht bekannt, also nein. Sind Ihre Überzeugungen wahr? Das kann ich nicht wirklich beantworten. Naja, ich bin überzeugt, dass das... Naja, schon, aber... Da antworte ich tatsächlich mal das, ja. Worin besteht der Unterschied zwischen einem einfachen Menschen und einem normalen Menschen? Einfacher und normal? Hä? Staatsangehörigkeit? Was soll denn der Quatsch? Fantasie? Gehalt? Whatever. Keine Ahnung. Vielleicht Gehalt oder Fantasie? Staatsangehörige, so totaler Mumpfutz hier. Normal und einfacher Mensch. Gehalt. Ist der Sieg über sich selbst ein Sieg oder eine Niederlage? Der Sieg über sich selbst? Sich selber besiegen, das geht doch gar nicht. Naja. Es kann man so oder so sehen. Der Sieg über sich selbst. Man hat eigentlich... Kann ich gar nicht beantworten. Es hängt davon ab, was der Anführer befiehlt. Weder noch. Also mir fehlt jetzt tatsächlich die Antwort weder noch. Ne? Eigentlich ist es eine Niederlage. Aber es ist eigentlich auch ein Sieg. Ich nehme eine Niederlage. Physiologie. Wann hört ein Mensch auf zu wachsen und wird alt? Wenn man die Vorladung für einen glückseligen Schlaf erhält. Wenn der Anführer es befiehlt. Wann immer man will. Was ist denn das für eine dämliche Frage? Ich antworte mal das hier. Was sind Schmetterlinge im Bauch? Eine parasitäre Infektion, eine Redewendung? Liebe. Naja, man kann das oft bezeichnen als Liebe. Ja, aber es ist eine Redewendung eigentlich. Wie lautet der Name für die Rückseite eines des Knies? Hinter dem Knie? Es hat keinen Namen. Die Kniekehle. Natürlich die Kniekehle. So, die Welt. Wie lange kann ein Mensch leben? Ja, bis er stirbt.
bis ihnen das Leben langweilig wird. 85 Jahre, das weiß keiner genau, also bis er stirbt, so. Wie schnell ist die Dunkelheit? Siehe Richtlinie Nummer 54682. Proportional zur Lichtgeschwindigkeit. Entspricht der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Keine Ahnung. Was heißt proportional nochmal? Das Licht braucht doch 8 Minuten zum Beispiel zur Erde. Okay, aber. Na, die Dunkelheit ist doch dann genauso schnell, oder? Keine Ahnung, ich nehme das mal. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr gesagt hättet. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Wissenschaftler unter euch, die das genau beantworten können. Ich könnte natürlich auch das nehmen. Das wäre wahrscheinlich eher, wenn man jetzt wirklich so wirklich hier Start und sonstiges treu macht, ja. Ich will ja nur die Wahrheit sagen, ja. Wie heißt die stumpfe Seite des Messers? Hintern, die Rückseite des Messers, der Gipfel. Was? Natürlich die Rückseite des Messers. Das Ministerium für Informationssammlung dankt Ihnen für die Teilnahme an der Umfrage. Ruhm dem Anführer. Oh, jetzt müssen wir mit Weinberg wieder sprechen. So. Ja, was stehen, was der jetzt sagt? Sind wir jetzt geliefert oder? Ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich habe ja mal gespeichert zur Sicherheit. Klopp, klopp, klopp. So. Wissenschaftler, du. Weinzwerg. Testergebnisse berichten. Briefgrade, Ihr Vater hat mich auch ständig mit trivialen Dingen belästigt, sozusagen. Ja, am Anfang hat er noch hier ein bisschen von ihm geschwärmt. Naja. Ich habe den Test bestanden, Genosse Weinberg. Ja, ich weiß. Und ich glaube nicht, dass Sie es überhaupt versucht haben. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich verstehe nicht, warum diese Dinge gefragt wurden. Nicht? Okay, ich werde Ihnen alles zeigen. Folgen Sie mir. Okay. Es gibt auch Rolltreppen hier. Jawohl, so eine Statue von ihm gleich hier im Thron. Das ist mein Labor, aber ich nenne es den Thronsaal. Hier liegt die Zukunft unseres Landes. Wenn alles gut läuft, werde ich Ihnen mehr darüber erzählen. Vielleicht ist er ja gar nicht so böse. Ich weiß es nicht. Genosse Weinberg! Hallo Karl! Genosse Weinberg! Hallo Karl! Genosse Weinberg! Hallo Karl, ich habe es so satt. Nun, da wären wir. Alles, was Sie sehen, ist das Ergebnis einer koordinierten Arbeit zwischen Mensch und Klon. Karl Stein treffen, der sogenannte Karl Null. Das erste Modell, die Vorlage. Irgendwie kommt er mir nicht wie der perfekte Mensch vor. Und dafür sind wir die Genetiker und Biologen da. Wenn wir ihn kopieren, fügen wir einen genetischen Korrekturcode in den Körper sowie Software in sein Bewusstsein ein. Dieser zweite unterdrückt Karl Zeros nutzlose Erinnerungen und Emotionen und verbessert gleichzeitig die Qualitäten, die wir anstreben. Fleiß, Unterwerfung, Ausdauer, Mangel an Neugier, Mitgefühl und Erfahrungen. Also die Basisversion ist nicht wichtig für Sie. Warum halten Sie Karl dann hier fest? In der Vergangenheit wurde alle unsere Technologien für ihn entwickelt und vor kurzem ist ein Fehler in der Software aufgetreten, den wir immer noch nicht beheben können. Ein Fehler in der Software? Ja, Karl hatte ein ziemlich schwieriges Leben. All diese Ängste, Erfahrungen und Verluste blieben irgendwo sehr tief in ihm stecken und manifestierten sich in seinen Klonen durch einen Ausfall ihrer Software. Wenn man es am wenigsten erwartet. Und was möchten Sie tun? Ich habe eine Hypothese, dass der Zusammenbruch eine komplexe Erinnerung an das letzte Lebensjahr von Karl schafft. Während dieser Zeit ist etwas passiert. Etwas sehr Schlimmes.
Etwas, das nicht aufhören wird, ihn zu nerven. Trotz der Tatsache, dass wir sein Gehirn auf jede erdenkliche Weise aufgeschlitzt haben. Und wie kann niemand es beheben? Wir müssen herausfinden, was diese Ereignisse waren und welche Kombination von Erinnerungen diesen Effekt verursacht. Sie wissen es nicht? Wenn ich eine Laborratte zerlege, ist es mir egal, wie viele Brüder sie hatte oder wie gut sie schlief. Klone müssen ihrer Kodierung gehorchen. Das ist es, was ich weiß. Aber er ist keine Laborratte. Even, ich habe keine Zeit mit ihnen philosophische Spiele zu spielen. Finden Sie heraus, was mit Karl passiert ist. Und finden Sie heraus, wie diese Erinnerungen in die Software eindringen. Also soll ich herausfinden, was ihn verletzt hat und ihn dann noch mehr verletzt? Nun, wenn Sie so ausdrücken, ja. Das nennen wir ein wissenschaftliches Experiment, falls Sie es nicht wussten. Na gut, mir stimmt mal zu. Sammeln Sie zunächst alle Informationen über das letzte Lebensjahr von Karl Stein. Alles, was wir finden können. Ihre Kollegen wissen etwas. Von Zeit zu Zeit haben sie diese Art von Informationen für ihre Arbeit benötigt. Und es gibt sicher etwas in den Archiven. Ist das Haus, in dem er lebte, noch da? Ah, großartige Idee. Sie können das Haus überprüfen. Es könnte dort noch emotionale Bindung geben. Und dann würden wir eine visuelle Simulation von Karls Bewusstsein erstellen und ihm alles geben, was wir gefunden haben. Wenn meine Hypothese richtig ist, dann werden wir herausfinden, was die Fehlfunktion der Software verursacht hat. Und wenn nicht, dann werden wir weiter versuchen, kombinieren und ausprobieren. Es sollte irgendwann funktionieren. Okay, alles klar. Okay. Das Labor vom Weinberg. Was ist das hier? Eine Konsole? Aha, da können wir nicht weiter, aber wir können hier überall hingucken und aber es bringt uns nichts. Wir können hier gar nichts tun eigentlich im Prinzip, ne? Nein, ich will hier nicht runter. So, Moment. So, haben wir jetzt wieder Informationen? Ja, wahrscheinlich. Ach, Karl Zero. Alter, wissen wir nicht. Isaac Weinberg. Okay, gut, jetzt müssen wir nochmal gucken, was das jetzt genau hier ist. Ob wir da was machen dran, ne? Schwachstelle, Karl Zero, beheben. Informationen, ja, das ist ein ganz weitläufiges Feld hier, das Ganze. Ja, es gibt auch gute Belohnung. Sauberes Experiment. Gut, der Test war anscheinend wurscht, wie man dann antwortet. Oder wenn wir wahrscheinlich immer alles mit Anführer und so weiter gemacht hätten, dann wären wir so artig indoktriniert eigentlich gegolten. Vielleicht war das eigentlich korrekt, was ich halt geantwortet hat. Naja gut, Wettbewerbsumfeld, ja. Wissenschaft, Kriminalität, Schmutz müssen wir noch finden über den. Finden Sie die letzte Adresse, okay. Dann machen wir mal hier weiter jetzt. Eigentlich wollte ich jetzt eigentlich schon nach Hause gehen, ne? Aber gut. Ach, der ist aber schnell hier runtergekommen, wieder an seinen Tisch, ja. Aber wir müssen auch gucken, dass wir, ja, dass wir Informationen über ihn finden. Warte mal, hat der was? Über Karl Zero sprechen. Weißt du etwas über Karl Zero? Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Er ist der erste Klon eines Mannes namens Karl Stein. Ich wollte wissen, was an ihm so anders war. Dass sie beschlossen, Kopien von ihm zu machen. Ach ja, der Karl Stein war ja im ersten Teil. Den hat man ja da gespielt. Was hast du herausgefunden? Also ich sag's nur mal für alle, die es wissen, nicht wissen. Also wer den ersten Teil nicht geguckt hat zum Beispiel. Nichts, ein gewöhnlicher Mann mittleren Alters mit durchschnittlicher Intelligenz und Gesundheit. Die Daten kannst du bei Bedarf aus dem Archiv anfordern. Es ist alles da drin. Danke, ich werde es versuchen. Ja, tschüss, Amelia Weiss, meine ich natürlich. Ach, das können wir auch noch, das haben wir noch gar nicht. Ich spreche mit den verarbeiteten Klone. Ich habe die erste Aufgabe erledigt. Du bist ein kluger Junge. Arbeite weiter so und du wirst bezahlt.
Wie geht es nun weiter? Naja, du kannst mehr Arbeit erledigen, wenn du mehr Geld willst. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht darüber nachgedacht, was als nächstes kommt. Okay. Toll. So, Marie. Nach Carl Zero fragen. Maria, wissen Sie etwas über Carl Zero? Ich kenne keinen Carl Zero. Was ist das? Nicht was? Wer? Der Mann, der zur Vorlage für unsere Klone wurde. Ich habe nicht mit ihren Klonen gearbeitet. Ich weiß nicht, wer Carl Zero ist. Ich habe nur Tests gesehen. Der Zufall. Wenn ich mir die Adrenalinwerte anschaue, kann ich sagen, dass Carl Zero viel Angst und Wut hatte. Woher wissen Sie das? Ich habe die Testergebnisse neben den Bio-Containern von vollem Download der Firmware gesehen. Wo ist Adrenalin? Das ist er. Carl Zero drin. Bio-Container? Klone ohne Firmware. Das Bewusstsein wird unterdrückt, aber das Unterbewusstsein hat Angst und ist wütend. Aha. So, gut. Die Wache weiß wahrscheinlich gar nichts. Nee. Halt! Horatio, halt! Bleib doch mal stehen. So, sprich mir die Qualitäten von Carl Stein. Erzähl mir von Carl Zeros Persönlichkeit. Der Chef wies mich an, Daten für das Experiment zu sammeln. Du wurdest damit beauftragt, es zu holen. Also geh und hol es dir. Was glaubst du, wer du bist, dass ich meine Zeit mit dir verschwenden würde? Was ist das? Ja, nee, das macht man nicht. Das macht er nicht. So, ja, du bist perfekt hier gerade da. Versuchst du mich von der Arbeit abzulenken? Frag nach Carl Zero. Haben Sie irgendwelche Informationen über Carl Zero? Über den Prototyp? Warum fragen Sie? Weinberg bat mich, es herauszufinden. Er hat einige Probleme mit der Firmware. Ich habe in den Dokumenten gelesen, dass man ein experimentelles Anti-Schlafmittel am Prototyp getestet hat. Hat es irgendwie Klone beeinflusst? Ich weiß nicht, aber die Klone haben eine gute Resistenz gegen alle Medikamente und sind ideal zum Testen von Medikamenten. Danke, ich hoffe, diese Informationen sind nützlich. So. Ciao, ja. Okay. Jetzt haben wir schon mal Informationen. Wie viel haben wir da jetzt zusammengetragen? Okay, im Inneren ist die Masterkopie ängstlich und wütend. Okay, okay, okay. Ja, dann gehen wir mal hier in den 12. Stock runter. Archiv. Ich weiß jetzt nicht, ob das Archiv hier gemeint ist. Oder wissen die Leute hier noch was? Vielleicht Rose? Nee. Die weiß da überhaupt gar nichts drüber. Warte mal, stehen eigentlich noch die alten Ergebnisse da dran? Ja, tatsächlich. So, die ganzen Karls, die brauchen wir eh nicht fragen. Das ist wurscht. Der Fremde, weiß der was? Nee, ne? Oder? Nee, der redet nur über den Schredder. Tschüss. Der Werner Otto? Nee, der weiß nichts. Sonst wäre gleich die Option ja gewesen. Da brauche ich gar nicht lang reingucken. Der weiß wahrscheinlich auch nichts. Hallo Arthur. Nee. Hat eigentlich keinen Sinn. Aber was hat eigentlich der Nicholas Page? Ja, nochmal reingucken, ob er was anderes hat hier. Beliebte Tricks. Ach so, ja, nee, das brauchen wir nicht. Und diese fremde Währung könnte man kaufen. So, jetzt machen wir folgendes, dass wir mal wieder einen Schnellspeicherstand. Und gucken in den Aktenschrank hier rein, ob das damit gemeint ist. Nee, hat also keinen Sinn. Wir laden nochmal. Das hat nämlich hier keinen Wert. Archive, oder? Es sind unten da im ersten Stock die Archive gemeint. Weil oben gab es kein Archiv. Warum laufe ich jetzt eigentlich hier total durch die Gegend? Wir können ja hier. Und wo wir jetzt gerade waren, ich weiß gerade, ob man da wieder hinkommt. Das ist das hier. Und das ist ein... Ach so.
Das sind Sachen, wo wir kurz hinkamen und dann nicht mehr hinkommen. Okay. Das scheint so. Wir gehen mal hier hin. So, ist damit das Archiv gemeint? Ich speichere nochmal ganz kurz. 8 Stunden. Nee, da können wir gar nicht. Aktenschrank. Ich weiß es nicht. Warte mal. Wir haben doch daheim das Telefon mit dem Informationsdienst da. Da müssen wir wahrscheinlich hingehen. So, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir jetzt tatsächlich nach Hause. War ich mein ursprünglicher Plan. Da nichts Verdächtiges. Dann gehen wir auch. Ja, da haben wir da wieder Sachen erfahren. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich ja durch das Spiel so ein bisschen durchrushe. Das mag vielleicht so einen Anschein haben, aber ist tatsächlich nicht so. Ich will auch nicht zu viel hier ewig hier Geld verdienen. Ach, der schon wieder. Even, es hat funktioniert. Horatio, ich habe nicht erwartet, dich wiederzusehen. Hast du nicht gesagt, dass du eine begrenzte Anzahl von Sprüngen hast? Ich habe jetzt keine Grenzen mehr, Even. Ja, aber kommen wir zur Sache. Wir haben vor kurzem ein Archiv geöffnet und da war viel Geld aus deiner Zeit im Inneren. Wir könnten es für Experimente benutzen, aber ich dachte, es wäre eine würdige Belohnung für jemanden wie dich. Wie mich? Nun ja, du hast nur meine Befehle befolgt. Nimm das Geld ihm, sag ihm, er solle es sich an den Hut stecken. Nee, das machen wir nicht, wir brauchen die Kohle. Wir sind da eigennützig. Gib mir das Geld, ich habe es nicht erwartet, aber ich werde es nicht ablehnen. Das ist die richtige Einstellung. Wie oft hast du die Ehre, Geld aus den Händen des hellsten Geistes deiner fernen Zukunft zu erhalten? Nun, eigentlich ist es nur Geld. Nun, eigentlich habe ich nicht erwartet, dass du den Moment zu schätzen weißt. Du bist nie als der hellste Typ aufgefallen. Ach so, in der Zukunft? Also haben wir jetzt die Zukunft geändert im Prinzip. So, fahr zur Hölle und komm nicht wieder zu mir. Kommen wir zur Sache. In Ordnung, hier. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich will nicht hierher zurückkommen. Aber wenn du siehst, wie ich die Straße entlang gehe, komm nicht auf mich zu, um Hallo zu sagen, okay? Wieso denn? Warum? Ich will es einfach nicht. Auf Wiedersehen. Sehr verdächtig. Der Witz ist, dass er immer wieder hier durch die Tür und fortgeht. Oder hat der andere einfach nur seinen Zwillingsbruder? Aber ich glaub's nicht. So, wir haben Rechnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld. Und viel Zeit. So, okay. Wasserzahlung, Wasserversorgung. 50 ist ja in Ordnung. In Hygiene ist immer teuer. Dann zur Unterstützung hungernder Kinder in Nordkorea. 900. Da hätten wir noch 10 Tage Zeit. Naja gut, wir zahlen trotzdem. Jetzt haben wir nicht die Knete. Jetzt haben wir genug, sagen wir mal so. Dann haben sie mal glatt wieder hier. Gottlob, schuldenfrei sozusagen. So, TV. Wir könnten eine Stunde opfern, um diese Quantum Heap Serie mal anzugucken. Und ich meine, dass der eine Fette da, also der dicke Alte, der Kauze hier da, dass der die Sendung guckt. Bin mir aber nicht sicher. Wir machen es einfach mal. Wir haben jetzt, wie gesagt, Knete und schauen uns die Stunde an hier. So. Kann aber noch kurz mal hier nachgucken. Das ist denn nicht mein... Der Stephen Dawking. Ja, genau. Dann können wir nämlich da reden. Belloristic. Warte mal, gibt es hier noch was mit Belloristic? Nee. Hätte ja sein können, aber ja. Weil da was erwähnt wurde. So, am Telefon wollen wir dann noch was machen und dann wollen wir noch auswärts gehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Lesen. Gut, wir müssten aber noch 10 Stunden investieren. Hoppala. Kartenschlösser knacken. Oder Schlösser mit Sperrcode.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir tun mal das hier vollständig machen. So. Ja, uns fehlt halt wieder eine Viertelstunde, ne? Sonst hätten wir das andere schon fast fertig machen können, auch das obere. Gut. Ja, nee, jetzt machen wir es mal folgendermaßen. Wir werden dann mal noch nach draußen gucken, ob das möglich ist. Oder was wir machen können. Ne, wir können nur nach Nathan Kilas Laden gehen. Und wir können noch den Informationsdienst abklappern. Ja komm, das machen wir tatsächlich noch. Also die Zeit nehmen wir uns jetzt tatsächlich. Nummer wählen. Der James weiß wahrscheinlich nichts. Hallo? Verabschieden. Das Archiv anrufen. Hallo, Sie sind mit dem Ministerium für Informationen verbunden. Was möchten Sie erfahren? Informationen über Karl Stein anfragen. Ich möchte Informationen über Karl Stein anfordern. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Karl Stein, persönliche Datei geheim. Das Dossier wurde im Auftrag des Ministeriums für innovative wissenschaftliche Entwicklungen vernichtet. Letzter Arbeitsplatz der Manager eines Mehrfamilienhauses der Klasse D in der Buschewischstraße 6. Danke, das ist etwas, um weiterzumachen. So, okay. So, jetzt haben wir die Information. Jetzt können wir wahrscheinlich nach draußen gehen. Ja. Da brauchen wir 3 Stunden für. Alles klar. Wir bleiben aber erstmal daheim. Jetzt machen wir so. Ich mache jetzt tatsächlich hier mal einen Cut. Weil ich denke, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an der Geschichte dauert. Dass wir da mindestens nochmal so 10 Minuten brauchen. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr wisst, was zu tun ist. Like und Kommentar da lassen. Vielleicht auch das ein oder andere Abo, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielleicht findet ihr auch das ein oder andere Let's Play von mir noch, wo euch gefällt. Auch eins von den alten, die sind auch sehr sehenswert, muss ich sagen. Und ja, vielleicht auch zukünftige Projekte. Da kann man zum Beispiel auch mitwirken. Also mir mal Vorschlag machen, was ich zum Beispiel mal bringen könnte zum Beispiel. Ne? Aber es ist immer so ein Vorschlag, heißt nicht, dass ich das mache. Ne? Ja. Also, ich sage auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.